So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, wer schleicht sich denn da an? Das ist ja Pascal. Will er mich knuffen? Was macht dein Trailer für komische Sachen? Ja, zu einer neuen Folge Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir befinden uns auf dem Messegelände in Hannover. Was hast du vor? Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir mal eine richtig alte Rostlaube auf dem Gebrauchtmarkt. Hier so ein Renault. Zerross. Oh, oh. Küss mich, lieb mich. Du weißt, dass da. Ich spüre oh, mich. Da fährt einfach. Leute, Leute. Ich dachte, ich streiche den auch meiner richtig hässlichen Farbe an hier. Ist doch eigentlich deine Lieblingsfarbe, die du einfach nur verheimlichst. Gib's doch zu. Psst. Verheimlicht er das wirklich? Also? Ja, ja, offensichtlich. Und wir tragen es in die weite, weite Welt hinaus. Ja, hallo erstmal. Moin. Ja, genau, mit dabei sind natürlich auch wieder Pascal, Martin Moin. Und Tom. Hallöchen. Und Tom ist auch nebenbei am Stream, der hat schon einen kleinen Unfall gerade. Ach, ja. Es fiel bereits ein Kraftausdruck in den ersten paar Sekunden seines Streams. Ja. Richtig. Aber so ist es. Ja, ich bin heute in den Farben von Dürl unterwegs, ne? Dürl. Ich will ja hier keine Schleichwerbung machen. Achso, Product Placement. Genau. Und ja, ich habe leere Weinfässer geladen und wir fahren eben tatsächlich auch passend zu meiner Themenwoche auf meinem Kanal nach Wiesbaden. Nein, München. Wiesbaden. Nein, wir wissen natürlich, dass... Können wir ja gleich mal fragen, von was ist denn Wiesbaden die Hauptstadt? Hessen oder Rheinland-Pfalz? Das war jetzt ein bisschen offensichtlich, oder? Ja, leider. Ja, ich dachte, es wäre Bayern gewesen, aber lass uns das ja, mal. Ja, dachte ich auch. Der Hesse, der Hesse, Stuttgart von Sachsen, ne? Der Hesse, der Bubble. Auf jeden Fall. So, da gibt es sehr viele Dislikes hier auf meinem Streaming-Kanal, weil ich habe sehr viele Leute eben witzigerweise aus Sachsen. Ach, die mir zuschauen. So, Alpha ich toll natürlich dann so, wie war's? Stuttgart, Sachsen, Tom, gleich mal, ne? Beispiel. Also ich habe 3 Tonnen Computerplatinen geladen. Oi. Das heißt, wow, bei 3 Tonnen kann ich ruhig mal die Liftachse anheben, weil das ist ja... Die Liftachse, erinnert mich immer an so eine Apfelschorle irgendwie. Heute Liftachse, kaufen Sie jetzt. Was macht denn meine Liftachse eigentlich? Ich hab wie schwer bin ich denn überhaupt? Also 120 Kilo. Spaß. noch nicht. No. Da muss man ein bisschen ETS für fahren. 16 Tonnen Möbel habe ich geladen. Solange du nicht so viel zulegst, dass du mit dem Bauch dann lenken kannst. Ja, diese das Vorstellung geht noch nicht. Alleine. So, wollen wir los, meine Damen und Herren? Oder? Ja, ich bin hier in der Pole Position. Ich bin absolut fertig. Okay, das stimmt. Pascal, auf der Pole bist definitiv du, da halt auch so voraus war. Ja, wunderbar. Dann, ich muss noch ganz kurz meine Liftachse liften hier. Wo war jetzt der Knopf? Ich muss dabei immer irgendwie so an Apfelschorle denken. Jetzt sag mal, ich hab ein Déjà-vu. Ja, ich hab so ein Déjà-vu, oder wie heißt das? Déjà-vu. 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 Oui, oui. So, oui, oui. Wir fahren 585 Kilometer, habe ich gelesen. Ja. Yep. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt in Echtzeit ist. Aber wir werden es mal sehen. Ja. Da gucken wir dann. Guck mal, sogar schönartig geblunken hat der Tom. Geblunken, oder? Ich habe sogar gerade Schulterblick gemacht, hast du aber nicht gesehen. Hast du gar nicht gesehen. Okay, habe ich auch nicht gemacht. Lügen bist du ja ein Lüger. Lügen darf Lügen man nicht darf sagen. Darf man nicht sagen. Katastrophe. Ich kenne eine Katharina. Ist das die Schwester von Katastrophe? Ja. Gut. Ja. Kommt hin. Wieso ist denn jetzt Martin auf einmal vor mir? Weil ich die ganze Zeit vorne war. So. Also, Entschuldigung. Die Ersten werden ja die Letzten sein. Ist irgendwie... Nein. So. Warum geht denn das Tor vor mir zu? Ja. Ja, weil du nicht darfst. Hast du Mount nicht bezahlt. Ich hätte es noch nicht bezahlt, wahrscheinlich. Ich hätte so eine 2000 Euro Strafe. Liegegebühr. Mhm. Guck mal, bei mir bleibt's offen. Ha. Das war mir klar. Ja,
Das ist wieder so typisch, ne? Dislike. Ah ja, die Karre hat ja gar nichts unter der Haube, ne? Ja, was hast du denn erwartet? Siehst du das Zeichen, was da vorne drauf ist? Welches? Dieses komische. Achso, Renault. Doppel-V. Ja. Kreateur d'Automobil. Was? Ja, der Dottomobil. Und dann als wäre das wie so ein Eier-Dot oder so. Dottomobil, Alter. So ein Eier-Auto. Ja. Ja, mehr ist das ja auch nicht. Das beschreibt die französische Marke, glaube ich, ganz gut. Ja. Bitte? Jetzt bin ich aber gelb gefahren und habe schon wieder hier 360 Euro für eine Rotlichtverschluss. Bremst doch halt einfach. Geh mit 20. Ja, aber ich konnte nicht mehr bremsen. Die ganze Ladung, das verrutscht doch alles. Hast du keine gute Ladesicherung gemacht? Ja, ich habe Möbel geladen. Hast die du kannst denn du nicht kein, sichern. Jeder weiß das. Hast du denn das Seminar nicht? Was habe ich? Das Seminar für Ladungssicherung nicht absolviert. Ladungs was? Ladungssicherung. Das ist formschlüssig. Walla, ich schwöre, Ladungssicherung ist überbewertet. Geladen, das ist formschlüssig geladen, das langt hin. Das muss reichen. Wollen wir mal auf die anderen beiden warten? Du weißt aber, dass du niemals Tetris spielst. Also wenn du Tetris spielst mit der LKW-Ladung, darfst du niemals den letzten Stein passgenau reinsetzen, weil dann verschwindet die ganze Ladung. Jetzt hab ich einen Ohrwurm. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Das wäre ein bisschen lustig. Ja, habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich mal irgendwie so einen Comic gesehen. Meinst du, dass der Auto das jetzt sieht und direkt eingeschnappt ist? Ja. Nee, der fühlt sich bestimmt geehrt. Urheberrechtsklage. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Nee, das finde ich nicht gut, dass man das hier verwendet hier. Also das Gute an der Kiste ist ja hier, man kann zumindest den Tempomat gut erkennen. Geil. Ja. Und über generell so die Displays. Oh, ihr steht hier ja alle. Ich guck gerade so auf die. Suddenly 3 LKW vor mir. Suddenly 3 LKW. Klopfen wir 80 hier rein in den Tempomat? POV, deine Freunde warten auf dich auf der Autobahn. Ja. Ich komm sowieso nicht mehr rein. Also 80 ist Maximum irgendwie. Das Ding macht nicht, meine Karre macht nicht mehr. Ja, weil wir noch in der Stadt sind. Also schon. Glaube ich. Naja, wir haben hier Limit. Jetzt habe ich. Jetzt können wir höher machen. Bei mir ist 85. Jetzt können wir höher machen. Machen wir für Sachen. 80 km/h fahren. 80 Kilometer. Pro Stunde. Kleiner aber Renault. Junge, es geht schon wieder gut los. 83 km/h. Mit Higher Tower seinem LKW. Yes, yes, ja. Sur la France. Boah, wusstet ihr nur, ey, komm, könnt ihr euch noch daran erinnern, als das erste DLC vom ETS 2 rauskam, wisst ihr noch, welches das war? Oh Gott, nee, Skandinavien war, glaube ich, das zweite, ne? France, das war France! Nein. Das war das nicht Going East das erste? Das war Going East, ja. So nämlich. Going East. Ja, da sieht man den größten Fanboy von ETS 2, ne? Ist so, Alter, ich bin ETS 2 Vollprofi. Ja. Voll ich bin ETS 2 Vollpfosten, ich hab ETS 2 Vollpfosten, ja. Das auch. Guck mal, rechts der Wörthersee. Moment. wait a minute. So witzig, ne? In der ersten Folge, die wir aufgenommen haben neulich, da hatte ich mich dann doch verfahren. Also das Navi hat doch gesagt, ich hätte rechts abbiegen müssen. Ja, das. Aber schön, dass wir das jetzt nochmal offiziell aufklären. Ja, ja. Also, gut, ich war doch nicht so ganz doof. Für die Zuschauer ist es jetzt irgendwie 4 Folgen her oder so, aber... Ja gut, für uns ist es ja jetzt auch schon wieder 2 Wochen her oder so, also... Ja. Oder eine Woche? Eine Woche, glaube ich. Woche, ja. Wir sind letzte Woche. Irgendwie produzieren wir, ETS produzieren wir ganz gut im Voraus gerade, also ich. Ja. Ja, genau, ihr habt das vorhin mitgekriegt, wir sind jetzt auf dem Weg nach München, weil der Tom hat ja auch einen YouTube-Kanal. Und der hat irgendwie so eine Themenwoche. Ich habe gesehen, der hat schon eine OMSI-Folge aus München aufgenommen. Und aber voll die gute Idee. Trams in München. Ja, finde ich auch. Was sagst du denn zu der neuen Öffi-Lackierung? Zu der neuen Farbgebung da? Tom. Hau mal einen O-Ton raus. Welchen meinst du genau? Na, die MVV hat doch neues Farbschema. Ach ja, soll ich dir was ehrlich sagen? Na? Ich hab's noch nicht gesehen. Oh, okay. Weißt du, macht eine München-Themenwoche.
Ja, München-Themenwoche, aber keine Ahnung. Es gibt schon so viele Repaints in der OMSI-Webdisk. Ah. Aber tatsächlich, also ich weiß jetzt auch gerade aus dem Kopf gar nicht, welche Farben das sind. Aber was ich gesehen habe, gefällt mir ziemlich gut. Es ist ungewohnt, dass das nicht mehr blau ist, so dieses typische MVV-Blau. Mhm. Aber ich finde es ganz, ganz nett anzusehen. Hießen die immer schon MVV? Ja. Nee, das ist der Verkehrsverbund. MVV ist der Verkehrsverbund, MVG ist die Verkehrsgesellschaft. MVG, ne? Meine ich doch, genau. Ach, okay, gut, ich weiß jetzt nicht genau, ob der Verkehrsverbund, nee, die Verkehrsverbund, haben die Farben? Gut, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, haben sie. Dann weiß ich jetzt nicht, ob es MVG ist oder MVV. Also bei der MVG habe ich ja auch mal in den Aufnahmen, glaube ich, erzählt, irgendwo, entweder bei Tramsom oder bei OMSI kommt das irgendwann in den folgenden Lauf der Woche vor, dass ich da ja auch mal erzählt habe, dass ich mich ja mal als Fachkraft im Fahrbetrieb für beworben habe und die mich ja nur nicht genommen habe, weil ich nicht aus München und Umgebung war, sondern 300 Kilometer weit weg wohnte die. Ja, aber warum wolltest du auch nach München? Ja, weil geil und so, ne? C2 fahren und so. Ja, aber den hättest du auch in Hannover fahren können oder in Hamburg. Das ist richtig. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Hamburg und München, würde ich immer Hamburg nehmen. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte da ja eher tatsächlich in Richtung U-Bahn, ne? Und dann immer den Stau in Sendlinger Tor zum Stoßverkehr erleben. Ist ja nicht so, dass du in Hamburg keine U-Bahn hättest. Oh, guck mal rechts, das kenne ich. Würde ich sogar sagen. Oh, stimmt, tatsächlich. Ich bin kundig. Jawohl, nice. Geil, Kasseler Berge hier. Ja. Ist so geil, ne? Also, ja. Weil's und oft, an der Stelle ist häufig eine 160er Langsamfahrstelle. Und durch ist dann noch die Altbaustrecke, ne? Ja. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite des Ufers. Und ja, durch die Altbaustrecke bin ich sogar schon mal gefahren. Ja, ich neulich erst. Ja, das ist bei mir eine ganze Weile her, aufgrund dessen, weil wir irgendwie dann Richtung Altenbeken nicht durchkamen. Fand ich auch traurig. Das Kamener Kreuz ist aber woanders. Ach, das Kamener Kreuz ist woanders, aber so schlecht. Dahin kamen wir nach Kamen. Ja, das war schon ein bisschen hart jetzt. Das war, ja. Also da muss man schon ziemlich weit sich bücken für die Schublade. Also was richtig traurig war, ist, wir mussten halt dann umdrehen, ne? Wirklich. Also wir mussten dann in Kassel-Rangierbahnhof mussten wir dann wieder Kopf machen und dann zurück über, ja, über die, wie heißt die Strecke hier? Über Gießen fahren, ne? Ach so. Über Gießen raus, Mainz-Bischofs haben wir dann abgestellt. Genau, Mainz-Bischofs haben wir dann abgestellt, weil wir gesagt haben, wir wollten nicht mehr über die linke Rheinstrecke fahren. Aha. Also unser Ziel war Wuppertal, Herne UBF und haben wir nicht geschafft. Was macht denn der Martin da eigentlich vor mir? Nutzt wieder die ganze Autobahn, ne? Ja, also wenn, also klar, rechte Spur ist keine Lava, aber manchmal kann auch mal in der Mitte fahren so. Ich frage um Paderborn, Kassel West. Aha. Martin ist ganz vorne, ne? Ich frage mich, warum der einen hellgrünen Punkt hat und Pascal nur einen dunkelgrünen. Hat das irgendwie noch weil er der Speditionsleader ist, ja. Also hat er, oder wir haben so. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber also bei mir also haben Hightower so und Tom beide einen dunkelgrünen und Martin hat bei mir einen hellgrünen Punkt. Okay. Ach so. Oh. Ja, siehst du, ich muss mich noch mit Tom anfreunden. Aber die beiden sind ja auch nicht in der Spedition mit drin, sondern nur Matze, du und ich, glaube ich, oder nur wir beide. Ja, und warum habe ich dann bei Hightower einen anderen Punkt als du? Weil, achso, das weiß ich natürlich nicht. Ja, genau. Oh. Weil du generell Speditionsleader bist. Ja, aber wenn ich in gar keiner Spedition drin bin, ist es bei mir auch so, dass ich einen hellen grünen Punkt habe. Also ja, aber er ist ja trotzdem Speditionsleader, das ist ja erstmal egal. Ach so. Ist ja nicht ein Speditionsleader, sondern ein Speditionsleader. Ach so, okay. Okay. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Warum bist du dann hellgrün und die anderen dunkelgrün? Weil ich in deiner Spedition bin. Ah. Also, wenn du jetzt Tab drückst und dann in dieses Einstellungsmenü, da kannst du ja einstellen die Farben deiner Company und deines Company-Leaders und Freunde. Also, da gibt es drei verschiedene Einstellungen. Daher rührt das, denke ich. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Vielleicht auch HK416, P90, aber mein weiß nicht genau. Ach so, du bist bei mir heller, weil du selected bist. Oder so. Wie selected? Ja, weil ich dich in der Liste gerade ausgewählt habe, weil ich doch deinen Job kopiert habe. Ist das die Schnürschussliste? Ah.
Wenn ich jetzt in der Tablist jemand anderen von euch auswähle, dann wird der hellgrün. Tatsächlich. Ach lol, okay. Dann habe ich ja, natürlich eine sehr sinnvolle These erzählt. Oh, dann lass ich mal Tom ausgewählt, weil dann wird er zumindest bei mir auch grün und nicht blau. Ich bin hier mal ein bisschen Schlangen gefahren, ohne dass ich besoffen bin. Ja, same, ich war. Du hier soft, mein Freund, du sollst also nicht wissen, während ich habe nochmal tatsächlich das mit dem neuen Look der MVV-Busse nochmal gegoogelt tatsächlich. Jetzt bei der das Fahrt oder was? Ja, genau. Nice. Weil ich davon echt, also die MVG behält ihr Blau tatsächlich. Das, was du meintest, ist tatsächlich der MVV. Und der hat eben auch die Landbusse zum Beispiel im Umfeld, zum Beispiel Pfaffenhofen an der Ilm. Kennt keine Sau, ne? Nö. Außer die Leute, die nach München fahren. Ja, Pfaffenhofen habe ich aber schon mal gehört. Ja. Genau, also da fahren eben solche MVV-Busse rum. Genau, die waren davor eben so grün-weiß und jetzt sind sie, jetzt hätte ich gerade einen neuen Look. Der ist eigentlich cool. Okay, dann habe ich das durcheinander gebracht. Ich dachte jetzt komplett, München wird jetzt von blau auf die neue Farbgebung da gebumst. Ja, bumsen gesagt. We are driving on the road to South. Driving home. Mann, ich wollte auch gerade loslegen damit. Weihnachten auf Ostern. Ja, mein Gott. Ist das verpönt? Da muss man durch. Zu Ostern stehen auch schon wieder die Weihnachtssachen im Laden. Da kannst du sagen, was du willst. Ekelhaft. Was oder noch, je nachdem. Also zu Ostern steht bei mir erstmal ein richtig großer und zwar originaler Penis. Salzwedler Baumkuchen. Weihnachtsmann. Eishaufen auf dem Tisch. Ein Osterbaum oder was? Ja. Nee, Baumkuchen ist auch geil, aber die sind auch schweineteuer geworden. Baumkuchen, ne? Alter. Aber wie lange habe ich keinen Baumkuchen mehr gegessen? Musst du mal nach Salzwedel fahren. Ich will das auch gar nicht. Nach Salzwedel, Alter. Warum? Weil du dort handwerksgemachten Baumkuchen. Handwerksbaumkuchen, aber bei seiner Baumkuchen. Salzwedel Home of the Baumkuchen. Baumkuchenschule. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Baumkuchen City. Baumschulenkuchen. Ja, hier ist Rasthof Großmoor West, Alter. Das ist bestimmt auch eine Baumschule. Großmoor West auf jeden Fall, Junge. Warte mal kurz. Wir fahren aber jetzt nicht die A7 die ganze Zeit durch. Ne? Irgendwo zweigen wir dann mal ab. Weiß ich nicht. Aber ansonsten kommen wir dann irgendwann nach Füssen. Aber A7 ist doch die Nord-Süd-Verbindung, oder nicht? Ja, aber. Aber was? Ja, aber du kommst aber dann irgendwann nach Füssen und nicht direkt nach München. Welche Füße? Müssen wir noch nach links abbiegen. Irgendwie. In Füssen wollten wir uns küssen. Doch ich fand das ganz große Glück mit dir im Zug nach Osnabrück. Ja. Bra. Bra. Störung. Ich habe eine. Ich habe. Danke. Gerne. Ach ja. Ja, keine Sorge, nachdem wir in München angekommen sind und ich weiß halt noch nicht, ob es in dieser Folge ist oder halt in der nächsten dann, werde ich auf jeden Fall wieder den LKW wechseln. Dann werde ich mir auch den neuesten MAN kaufen, da mit den elektronischen Seitenspiegeln. Probier es unbedingt aus, du wirst es nicht bereuen, wirklich. Okay. Der läuft auch super ruhig. Also ich fahre jetzt gerade im 14. Gang in der Automatik hier. Fährst du Schalt oder Automatik? Die Automatik natürlich. Oh. Ja, meinst du, ich habe Bock zu schalten? Hätte das sein können. Hätte das sein können. Ich bin im Real Life schon so schaltfaul, deshalb fahre ich da Automatik. Ja, ich auch. Automatik beste. Ja. Dennoch mit adaptiven Tempomaten. Automatischem Cruise Control und so ein Kram. Herrlich. Herrlich, meine Damen und Herren. Bei mir fängt es jetzt schon wieder an zu regnen. Irgendwie wie jedes Mal. Oh. Das macht ja nichts. Pascal hat seine Scheibenwischer noch an. Hab ich nicht. Die sind aus bei mir. Ich weiß nicht, was ihr da. Ihr habt doch alle wieder irgendwas geraucht oder so. Lack gesoffen. Wenn es nur das wäre. Na. Ja. Ja, Tom, erzähl doch mal. Hau doch nochmal einen O-Ton raus. Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Münchner Themenwoche zu machen? Festwoche, ja. Weil ich irgendwie festgestellt habe, dass ich sehr viele Simulationsprogramme, die Stadt München simulieren, habe. Ah. Und Train Simulator übrigens auch. Ja, Train Simulator übrigens auch, kommt auch noch, ne?
irgendeine S-Bahn. Teaser. Ja. Oh, siehst du, sowas könnte man mit Berlin und Hamburg auch machen. Richtig, habe ich auch vor. Wobei, Hamburg hast du ja noch den Subway-Sim. Und du hast in Train Simulator Classic auch die U-Bahn zumindest. Aber richtig, den Subway-Sim habe ich mal in der Early Alpha habe ich den mal ausprobiert. Ja. Da war der richtig nicht so schön. Das habe ich schon öfter gehört. Aber soll sich einiges noch verbessert haben. Gut, also das auch da. Ich gekauft und das war tatsächlich eines der ersten Produkte bei Steam, was ich reklamiert habe. Echt? Okay. Also die haben da einiges wohl dran gemacht auch. Und klar, du hast, also wahrscheinlich ist es genauso wie bei Tramsim und so, dass du da jetzt nicht die Dauer Spaß dran hast, weil irgendwann ist halt immer das. Wenn es da auch irgendwie Multiplayer geben würde und einer macht vielleicht einen Dispatcher oder so, das wäre halt dann schon wieder eine ganz andere Nummer. Aber ja, so. Ja, das stimmt. Frage, was hast du reklamiert? Das habe ich nicht ganz gerade gekauft. Also das Krasse bei der Relation bei Subway-Sim, sorry, Martin, dass ich dir ins Wort falle. Alles gut. Die krasse Relation bei Subway sind, ist halt eben, dass die Signale deutlich, also überdimensioniert groß sind. Ne? Also so groß sind sie jetzt auch nicht wirklich. Und das ist schon krass. Ach, sind so weit ich mal so nicht geändert. Also Martin, es geht um Subway Sim Hamburg. Das denn? Ja, das sagt doch der Name schon. Ich kann noch kein Englisch mehr, seit ich aus der Schule raus bin, seit 10 Jahren. U-Bahn-Simulator U-Bahn. Hamburg. Oh Gott, okay. Verstehe. Also mit Subway ist jetzt nicht irgendwas zu essen gemeint. Also ich habe Hunger. Die U1 im Train Simulator, die ja der Alter erstellt hat, der ja auch eben die OMSI-Maps für Hamburg erstellt hat, ne? Hat ja auch im Train Simulator die U1 nachgestellt, die längste U-Bahn-Linie Deutschlands wohlgemerkt, ne? Ja. Achso, echt? Die Hamburger U1, die habe ich ja auch tatsächlich als DLC und ja, ich muss ehrlich sagen. DLC? DLC als. Wikipedia Tom. DLC, Alter, Junge, als Add-on. Hat man ja auch. Ach, das ist von Altair. Ich wusste auch gar nicht, dass Altair Maps erstellt. Ich kenne nur die Busse von Altair. Altair hat auch tatsächlich die S-Bahn Frankfurt im Train Simulator umgesetzt. So alt bin ich jetzt unbedingt braucht, ist eine gute Frage. Ah. Aber ja. Ich habe vorhin in der Aufnahme habe ich mich gefragt, ob es Mozart noch gibt. Also macht der noch Ansa? Der hat früher mal für fast. Der also ist schon lange. Für, ist schon längst tot, oder? Für sehr viele Maps, für viele OMSI-Maps die Ansagen eingesprochen. Heiter muss erstmal direkt grinsen, ich sehe das schon. Ja, Mann, weil ihr mit eurem. Ich sehe das Grinsen, ich höre das Grinsen. Dafür, dass ein Mozart tatsächlich tot sein soll, macht er noch ziemlich viel Content für den Train Simulator. Achso, da ist er jetzt, okay. Musik gemacht, oder? Alter. Feuchtwangen. Alter, ne? Mach gute Maps. Nächste Abfahrt heißt übrigens Feuchtwangen. Ja, moosbedeckt. Ja, dann Wangen müssen immer auf. Oh, also, Orschkatsche Schwurf, oder? Das war gerade ein Insider. Und Pascal wollte mich neulich über WhatsApp anschreiben und wollte Moin schreiben und er hat irgendwie gefettfingert und die Autokorrektur schickte dann moosbedeckt. Seitdem ist das so ein Insider und wir begrüßen uns jetzt. Wir begrüßen uns jetzt öfter dann einfach mal mit moosbedeckt. Ja. Oh, wie gut! Ich schreibe so, hallo, er schreibt moosbedeckt. Ich habe das schon komplett wieder vergessen und er schreibt moosbedeckt. Ja. Einfach nur herrlich. Jetzt schreibe ich auch mal moosbedeckt. Geil. Ich lieb's. Als ich früher noch in der Schule war, da habe ich dann. Hast du früher noch in der Schule warst? Damals. Lange Jahre her. Ist das jetzt grammatikalisch inkorrekt, oder? Nein, die machen sich nur lustig, weil die doof sind. Okay. Also zu dem Zeitpunkt, als ich noch schulpflichtig und auch Schüler war. Jetzt hört aber raus hier, Herr. Ja. Da stand immer so ein weißer Van vor deiner Tür. Nee. Der Kenny was. Da habe ich dann ab und zu irgendwie, keine Ahnung, ich habe meiner Mutter eine SMS geschrieben, hey, die Arbeit lief gut oder sonst irgendwas. Und dann weiß ich bis heute, und wir machen uns bis heute darüber lustig, weil Autokorrektur lief bei ihr damals noch nicht so mit SMS. Damals haben wir noch SMS geschrieben. Mhm. Mit T9 und so. Dann wollte sie, ja genau, und dann wollte sie Supi schreiben und es kam einfach Sushi an. Geil. Ich habe irgendwie, hey, die Arbeit lief super oder Klausur lief gut oder so und sie schreibt dann Sushi. Und dann seitdem hieß es bei uns immer Sushi. Ja, aber heute noch teilweise dann irgendwie. Sushi für jede gute Arbeit, also für jede B- und A-Note. Ich glaube, ja, bei dir ist wahrscheinlich nur A-Noten. Ne, du hattest nur eins in der Schule? 100 pro, Alter. Natürlich. Klar, Sushi. Immer 15 Punkte. Nichts anderes. Ja, klar. Nee, aber das machen wir heute teilweise noch, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Samstag klappt oder so und dann schreibt sie dann Sushi. Geil. Ja. Das war schön. Ja, gibt schon verrückte Sachen. Ja. Nee. So, rechts hier ist Schwarzwald, ne? Natürlich. Also. Nicht.
Ja, ungefähr. Ungefähr. Was hat Unge damit zu tun? Das weiß denn ich. Was hat Flair damit zu tun? Ach, übrigens, liebe Zuschauer. Warum liegt hier eigentlich Moos? Ich habe jetzt vor dieser, also zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme, habe ich mal alle Grafikeinstellungen in ETS auf die höchste Einstellung gemacht. Das ist dann Ultra oder halt hoch, je nachdem, was das für eine Einstellung ist. Oder 400. Für eine Einstellung ultra ist. Ultra hoch. Mein Sprachzentrum hat Drink and Drive. ich habe keinen Schlaganfall. Aber, ja, und ich finde, man merkt schon den Unterschied wirklich. Also davor war es doch noch irgendwie teilweise sehr pixelig und so. Und klar, man kann jetzt keine Wunder erwarten, das Spiel ist von 2012, aber trotzdem merkt man schon wirklich einen Unterschied und Punkt. Ende. Verstanden. Hightower hat herausgefunden, wenn man die Auflösung erhöht, werden die Pixel auch kleiner. Ja. Ah. Na, die Auflösung habe ich ja nicht geändert. Aber die, hier. Ja. Ja. Martin, der Mondbär. Martin, mein Love. Ende. Ende. Ach ja. My Love? Ich kenne nur Olaf. Ach guck mal, hier mir im Doppelchor war. Kinos. Ja, wo ist es so doll los? Ja, was ist? Jetzt haben wir was zu tun, jetzt müssen wir gleich rechts runterfahren hier. Ja, A8 in Richtung. Oh, das ist ja sogar schön schnell hier, du, meine Herren. Ach so, oh. Ja, hier ist schon so eine Vorabbiegung, hätte ich keine Ahnung, wie das heißt. Ja, da wird bereits vorab gebogen. Ja, da geht's Richtung Stuttgart. Und ich denke so, warum fahren die alle zu früh ab hier? Ja. Ja, wir fahren alle. Ich habe auch kurz gedacht, so auf Navi sieht das irgendwie anders aus, aber dann dachte ich mir so, ah. Ich muss hier gleich die gelben Hilfspfeiler einschalten. Ach nee, falsches Spiel. Ja, genau. Oh, jetzt kommt da eine für eine Kolonne. ETS-Navigation. Ich muschi gerade die ersten Hilfspfeiler einschalten. Ja, muschi. Oh ja, hier kommen sie alle. Da scheint auch irgendwie eine Spedition zu sein oder so, ne? Ja. Moin. Oh Mann. Gute Fahrt euch allen. Die LOL wünscht allen eine gute Fahrt. Wer? Die LOL? Die Gaussrocker wünschen euch eine angenehme und sichere Fahrt. Danke. Oh, danke für den Ebenfalls. Danke euch auch. Schönen Abend. Danke. Mausi! Oh Gott. Unangenehm. Oh Mann, hey Leute. Das habe ich nicht gefunkt. Achso, ich dachte. Herzlich willkommen im Freistaat Bayern. Ja, ich hatte den gleichen Gedanken wie Martin. Oh, hat aufgehört zu regnen, siehst du? Apropos freier Start, was haben wir für eine Geschwindigkeit hier? 80. Gut, weil ich fahre irgendwie 86 und bleibe. Ja. Das ist ziemlich guten Abstand dahinter. Das ja, als Letzter muss man hier sowieso ständig korrigieren mit hoch, runter. Ja. Echt? Ich muss doch schon als Vorletzter und ich fahre die ganze Zeit fast so Stoßstange an Stoßstange hinter uns, Karl. Haben sie doch gesoffen, Stoßstange. Ja, klar. Was zur Hölle, ne? Also Knoten im Schnürsenkel. Was zum Schnürsenkel? Schnürschuh heißt doch der, Pascal. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch der Schnürschuh. Knirsch. Knirsch? Guck mal. Oh, Schnürschuh. Alter, hier ist Sulzemoos. Habt ihr das Plakat auch gelesen, der stand Tipp, tot? Ja, das habe ich gerade vorgelesen. Ja. Ach so. Und Sulzemoos, Alter. Nächste Ausfahrt Sulzemoos. Moosbedeckt. Ja. Moosbedeckt. Ach süß. Ja. Nee. Und Markt in Indersdorf. Oder so. Markt denn? Weiß ich nicht. Frag mal, ob der Markt. Mark. Oh Gott. Mark. So, steht hier oben drauf. H&M-Zentrum, Wegweisung. Oh mein Gott, ich konnte das schnell nicht lesen. Stand Durchfahrt München gesperrt. Da stand alles irgendwie drauf. Ich glaube, wir müssen hier links. Alles. Da vorne links. Durchfahrt München links. Gesperrt. Alter Tom, ach, im letzten wir Moment. Wir sind ja schon an der A99, Westumfahrung München. A99, Westumfahrung München, heute mal wieder 25 Kilometer Stau. Grund dafür ist ein Tier im Gleis. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. aber das ging jetzt erstaunlich fix, ne? Also. Ja, also die Aufnahme läuft jetzt 29 Minuten, also. Entspannt. Ja. Hannover, München, eine halbe Stunde. Ja, moin. Ja, moosbedeckt, meinte ich. Ja, moosbedeckt. Lochhausen. Sushi! Ja. Ja, Lochhausen. Ja, das kenne ich.
Das war mir klar. Dann bin ich wieder kundig. Seid alle keine echten, echten Lokführer. Genau, alles nur Fake. Alles nur Fake-Lokführer, ja. Genau, du bist auch kein LKW-Fahrer. Ich muss mal wieder nach München fahren, fällt mir ein. Okay. Da bin ich nicht gestückt. Okay. Da musst du mal gucken, auf deinen Ebola, ne, und dann siehst du irgendwo Pfaffenhofen, wenn du die direkte Strecke von Ingolstadt aus fährst. Ja. Dann lernst du Pfaffenhofen auch mal kennen. Das kenne ich, du. Also. Oh. Das war mir klar. So nee, ist das ja nicht. Also, Pfaffenhofen ist interessant. Herzlich willkommen in München, uninteressanteste und teuerste Stadt Deutschlands. Hier sind nur komische Ausländer. So, wir machen langsam mal ein bisschen entspannter hier. Richtung rechts. Nochmal kurz zur Klarstellung. Du meintest damit die Bayern selber, ne? Ja, ja, klar. Gut, okay. Nicht, dass hier sich nein. Also das war schon ein Joke auch. Ja. Also ich hatte das verstanden, ich wollte das nur für die Zuschauer nochmal klarstellen. Ja, weil du weißt, dass ich dunkelhäutig bin. Hast du da gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ist nicht schlimm. Nee, jetzt würde ich es aber auch wissen. Ich muss auf die andere Seite der Stadt. Viel Spaß, tschüss. Bis morgen, guten Abend, bye, have a great time. Oh cool, da ist ein McDonald's. Alter. Zur Hölle. Nee, ach, ich weiß nicht. Das mit McDonald's, das haben auch meine Eltern versaut. Das haben die mir in die Wiege gelegt und irgendwann... Was, die haben dir McDonald's erst in die Wiege gelegt? Geil. Genau, richtig, ja. Ich feier die Eltern. Erstmal eine Mc-Tüte so beim Baby. Ja. Hier, Mann, so. Und das wird dann zukünftige Ernährung sein. Ja, leider. Und irgendwann habe ich mich dann gewehrt. Und dann bin ich Subway gegangen, ne? Weil ich dachte, Subway ist so viel besser. Was für leider, finde ich gut. Also, das verstehe ich jetzt nicht so. Ist das euer Ernst? Feiert ihr den Laden? Ich habe es leider nicht verstanden. Was hast du statt... Wo bist du dann hingegangen? Subway. Ach, Subway, okay. Subway. Das ist jetzt das Herzbe. Finde ich aber auch ganz geil. Habe ich doch schon länger nicht gegessen irgendwie. Also, ist generell so... Ich rede mir immer ein, dass das nicht so ganz so ungesund ist und dass das wenigstens frisch ist, aber wahrscheinlich ist das auch alles gar nicht mal so gesund. Ich habe bei Subway immer ein bisschen so Panik, weil ich muss dann immer erstmal gucken, was für Brot und Käse und was soll da drauf und hinter dir stehen Leute. Deswegen esse ich seit 20 Jahren einfach denselben oder den gleichen Sub. Ich wollte gerade sagen, derselbe wird schwierig. Derselbe war ein bisschen ekelhaft irgendwie. Ja. Ah toll, ich habe natürlich... Also du warst mit 11 das erste Mal bei Subway. Hallo, ich bin 30. Hallo. Nein, also tatsächlich, dann lass es 15 Jahre sein. Aber das kommt schon, glaube ich, ganz alles gut cool, hin. Alles cool, alles cool. Ja. Och, Amos schreibt wieder irgendwas in... Ach, rassig aus. Was schreibt er denn? Ja, guck doch mal in den Discord, das ist schon wieder nervig da. Richtig Spam-Kack da. Du weißt, dass ich noch aufnehme, ja? Ja, ich weiß. Gut. Das ist ja trotzdem nur... BLT. Herzlich kennt ihr Leute, die einfach bei euch in der Community rumspammen? Ganz, ganz merkwürdige Menschen. Ja. Ja. Am besten finde ich Leute, die ja die ganze Zeit immer wieder sagen, ich wünsche mir von dir PTP2. Ja, tut mir leid, Leute, PTP2 ist tot. Kennt ihr Leute, die in einem Truck-Simulator eine weibliche Stimme im Funk hören und instant eskalieren? Ja, der heißt Martin. Was ist nochmal PTP? Ah, Pro Train Perfect. Alter. Schön. Jetzt haben wir aber auch alle wirklich hier heute einen. Ein welcher? Ja. Eine Bimmel hier. Ich habe wenigstens eine Ausrede, mir wurde Blut abgenommen. Okay. Ja, da ist man natürlich dann komplett wesensverändert. Er ist direkt zum Vampir mutiert oder so. Ja, genau. Zustand oder so. Ihr wisst doch gar nicht, was mir viral noch eingeflößt haben. Nee, würde ich auch gar nicht. Nee. Also, das ist ja Datenschutz. Jetzt fängt das bei mir an zu regnen. Du ahnst es nicht. Aber Scheibenwischer läuft ja schon, habe ich gehört. Ja, richtig. Ich komme natürlich von der falschen Seite. Ach, scheiße. Ja, ich auch. Ja, toll. Ja, du kommst. Da hätten wir einfach nur tauschen müssen. Ja, wir hätten nur tauschen müssen. Dann wäre alles in Butter gewesen hier. Alles scheiße. In Load auf dem Boot. Wo kann ich denn hier vernünftig alles drehen? Alles auf dem Boot. Hinten, wenn du dann alles quasi den letzten Felder machst. Ich krieg das hier hin. Das sagt er und dann schreit er doch Mami. Mami. Du musst da rückwärts rein, Schnürschuh, oder? Ja. Ja, dann lass ich dich da nochmal kurz, weil ich muss hier nämlich direkt an den Zaun ran. Ja, ja, da lass dir Zeit. Ich brauche hier erstmal ein bisschen, ich muss ein bisschen kurbeln hier. Bisschen erst das Fahrzeug ankurbeln? Ja, ja, das muss hier erst alles angekurbelt werden. Ah, geil. So, Kinders, wir sind da. Das nicht. Ich glaube es ja nicht. Ausgezeichnet, meine Damen und Herren. Delicious.
Deliziös. Ich bekomme einfach nur 26.000. Toll. Ich will ja wenigstens einmal gerade drinstehen. Ne? Ich habe ein bisschen. 32.000. Hübsche Sachen. Bonus für dringende Lieferung, Bonus für zerbrechliche Fracht, Bonus für hochwertige Fracht. Ja, ich hätte vielleicht keine leeren Weinfässer nehmen sollen. Ja, dann würde ich sagen, tatsächlich im Stream jetzt, ich fahre mal zu den anderen in der Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum Beta. Ja, ich schließe mich dem an. Ich beende die Folge. Tschüss. Ich kaufe mir jetzt einen anderen LKW. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wiederhören. Bye. Winke, winke. Und tschüss. Süß. Kennt ihr diesen Geruch von einem neuen Fahrzeug? Jetzt sag nicht, den hast du auch im ETS. Schauen wir mal. Wo seid ihr denn jetzt hier? Auf dem Weg zur Garage.